Müsste jetzt viel schneller gehen, bis hier wieder was. Kirchenstaat und Savoyen. Dass man dann auch erstmal irgendwie 10 Jahre Waffenruhe hat und nichts machen kann. Macht Argon zum Juniorpartner Meinung, Kastin Alicante. Ja, dann machen wir das doch. Lass uns ihre Dynastie an uns binden. Dann brauche ich hier aber auch keine Spionage mehr hinschicken, glaube ich. Thronbahn schon. Zurückgelassene Familien. Oh je, das war ja. Ja, dann ein bisschen Rekrutenreserve. Ach, und dann haben wir hier einen doppelten Juniorpartner oder was? Das ist interessant. 2 Untertanen. Galeeren. Und 10 Großschiffe, das ist einiges, was ich da machen darf. Jetzt haben wir einen Rivalen verloren. Muss ich mir noch überlegen, wenn ich Portugal den Krieg erkläre. Springt er näher ab, springt da Frankreich mit rein. Ich habe jetzt 2 Juniorpartner, das ist ja interessant. Integrieren, die seit 50 Jahren. Also bei denen muss ich dann einfach ein bisschen die Beziehung verbessern. Kann ich ja schon mal damit anfangen. Okay, jetzt habe ich 2 Juniorpartner. Das ist ja schon mal cool. So, jetzt müssen wir nur irgendwie diese ganzen... Aufstände hier wegkriegen. Dann muss man Rivalen festlegen. Schließt ihr euch meine Armee an? Das wäre toll. Dann würden wir nämlich gegen die vorgehen. Macht er nicht?
Es sind immer irgendwelche Aufstände, das ist schlimm. Ach Gott, und die sind jetzt auch noch stärker als wir, oder was? Die sind auch noch stärker, das. Ach komm. Wobei deren Moral schwächelt. Jetzt könnten die mir mal hier helfen. Ja, sie kommen. Löst sich trotzdem ein komplettes Heer auf. Ende des Bürgerkriegs. Das klingt doch mal sehr weise. So. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe keine Rekruten. %30. So viele diplomatische Beziehungen, das ist eine. Ich glaube, das können wir uns gerade leisten. Das finde ich auch ganz okay soweit. Dann können wir das wieder machen. 65. Darlehen. Haben wir nur eins, das ist auch gut. Da ist die Stabilität hoch. Uns fehlt ein Rivale. Den werde ich festlegen, aber jetzt noch nicht. Und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen regenerieren hier. Das ist echt mies. Kaum noch. Das kann man ja eigentlich auch nicht so wirklich. Puh, das können sie mal versuchen. Haben eh keinen Zugriff mehr, die Engländer. Dann können wir doch eigentlich hier mal ein Netzwerk aufbauen. Oh, wir haben jemanden verloren. Produktions- oder Prestige? Moralarmee, Handelseinfluss. Produktionseffizienz. Ich glaube, ich habe aktuell mehr Bock auf die Prestige. Das Prestige. Der, die das Prestige. Wir müssten doch eigentlich diese Revolten Bach runtergehen, oder? Ihr wollt doch gar nicht hier irgendwas machen. Kriegsmüdigkeit haben wir keine. Stabilität ist positiv. Ihr wollt doch gar nicht Krieg führen. 3,2 Jahre, 2,6. Wir leisten natürlich Hilfe.
Moment. Reisender Spielmann. Also entweder eine Stabilität. Oder bringt ihn an den Hof. Ja, die müsste ich aber auch erstmal einstellen. Dafür 10 Prestige. Der kann nach Herzenslust reisen. 3,9 Jahre sind es jetzt. So, dann können wir endlich hier die verbessern. Die Waffenträger. So, jetzt kommen wir ein bisschen voran, auch mit unserer Technologie. Fünf, fünf, fünf. Oh. Kann man den von denen nicht hier irgendwie was abknapsen? So, 4,5 Jahre, 2,3 Jahre. Die wollen jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben sich doch welche erhoben. In Malta. Wie komme ich denn bitte zu Malta und was macht Malta da und warum macht Malta das? Das checke ich nicht so ganz, warum das jetzt so ist. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum die jetzt auftreten, weil wir haben ja hier, oder wir sind hier gefühlt alles am Tun, damit hier nichts passiert. Bei 100% erhebt sich die Fraktion. So, und hier steht aber Rebellen. Das müsste doch eigentlich minus 4,06. Regierungslimit. Aufgeteilt alle Besitzer. Datum. Regierungslimit. Untertanenrevolten anzeigen. Haben wir sie auch gleich wieder mit 13 um die Ecke kommen. Wo würden denn die auf Alicante? Also die würden schon mal da unten raus aus dem auftauchen.
Gut, wenn es so weitergeht, dann. Du hast gerade Prag eingenommen. Herzlichen Glückwunsch. Geht's gut voran bei dir. 2% Land. Ja, Petition akzeptieren. Okay, wie sieht es denn jetzt generell hier aus? 57, 52, 61, dann kann ich. Dann fordere ich mal ein bisschen Land zurück hier. Das ist krass, das ist so viel Kronland. Vor allem, warum muss ich das von allen zurückfordern? Warum kann ich das nicht einfach so hier einen Marktplatz bauen, ne? Warum kann ich das nicht einfach von dem einen zurückfordern und gut ist? Das muss doch möglich sein. Naja. Ja, wenn man mit Prag, wenn man Prag hat, dann hat man schon einen richtig großen Schritt gemacht. Also wir sind jetzt wenigstens hier mal ein bisschen grüner, was die Technologie angeht. So, wie sieht es denn jetzt mit den Aufständen aus? Kommen die hier noch? Prestige bitte. Echt keinen Plan, ob die hier noch kommen oder ob die noch kommen. Das kann da eigentlich nicht sein. Ich bin hier bei minus 4. Ich nehme das Geld und zahle einen Kredit zurück. Dann habe ich immer noch einen, ne? Ja. Was ist denn jetzt hier los? Argonische Bauern. Was haben denn die alle für ein Problem? Die haben alle Probleme. Deine Macht ist bei 18. Ja, ich weiß. Aber da müsste ich jetzt irgendwie wieder Krieg führen und das kann ich gerade nicht. Also ich muss mich hier gerade ehrlich gesagt um die ganzen Rebellen kümmern. Schlimm. Ich habe nur ein Transportschiff. Nee, das kann nicht sein.
Die können sich mal mit denen kloppen, das ist vollkommen okay. Ich möchte. Die jetzt. So, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, ich weiß, dass ich noch Rivalen, also ich brauche noch einen weiteren Rivalen. Und ich weiß halt nicht so richtig, wen ich dann nehmen soll. Ich kann eigentlich mal irgendjemanden nehmen. Das kann ja egal sein. Ich wollte eigentlich dann Portugal nehmen, wenn ich wirklich mit Portugal Krieg führe. Ich kann auch jetzt sowas wie den Kirchenstaat nehmen. So, also die sind jetzt hinüber. Die haben die hier oben gerade fertig gemacht. So, warum kann ich denn hier nur eine Einheit aufnehmen? Im Hafen gibt es keine freundlichen Transportschiffe, so. Kocke sind doch die Transportschiffe. Warum ist das eigentlich nicht zusammen? Ne, die Bark. Ne, warte mal. Handelseinfluss. Kann Regimenter transportieren. Also die Kocke. So. So, das sind doch 10. Da müsste ich doch jetzt 10 Regimente reinkriegen. Ja, Portugal, wie gesagt, aktuell, ich will die schon eigentlich als Rivalen deklarieren. Wie dann gilt denn der Anspruch in Portugal noch? Bis 79, 78, 79, Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Kann ich eine ganze Weile nicht ersetzen. Immer noch nicht genug Kronland. Ist das wieder weniger geworden? Wer klaut denn mir hier das ganze Kronland? Was waren die Grundsteuer mindestens 5? So, Indien. So.
Dann läuft er mal hin mit den Kocken. So, und jetzt? Admiral ist tot. War nicht schön. Und jetzt nimmt ihr nur einen mit. Warum nimmt er nur einen mit? Zehn Regimente mit insgesamt mit insgesamt ein Einheiten. Da stimmt doch irgendwas nicht. Stimmt doch irgendwas ganz und gar nicht. Hier volle Regimenter, dann nehmen wir halt mal die. Sechs Regimenter. Alles klar. Das müsste ja ausreichen. Das ist ein ewiger Kampf hier oben. Immer nur irgendwelche Rebellen. Muss ich drum aufteilen. Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Nicht 10, sondern 33 Truppen, ja. Das habe ich gemacht. So. Kann ich die jetzt denn hier anlanden? Hey, wo sind denn meine Einheiten jetzt? Sind die jetzt hinüber? Haben die jetzt verloren? Der hätte es gerade nicht mitgekriegt. Was ist denn? Oh, ich sterbe hier. Hier stand doch gerade eben, dass die hier Truppen dabei hatten. Und jetzt sind hier keine Truppen mehr drin. 10 Regimenter Transportkapazität. Ich habe doch hier gerade, dann muss ich doch hier gerade 6 Regimenter ausgeladen haben. Wieso? Wo sind denn die hin? Ach, die liegen da oben. Na, ja, das ist ja ganz großes Kino. Was auch immer die hier oben gerade machen. Was machen die hier? Einfach mal die Einheiten unterwegs verloren. Schon ziemlich peinlich. So, würdet ihr jetzt die Freundlichkeit besitzen, wieder in die Schiffe zu gehen und mit diesen Schiffen hier runterzufahren? Es wäre mir
Es wäre ein Traum, wenn ihr das hinkriegen würdet. Hey, das stimmt da schon wieder irgendwas nicht. An Bord befinden sich 6 Regimenter mit insgesamt einer Einheit. Ja, irgendwie ist das ein bisschen strange. So, da haben wir es endlich wieder. Malta ist wieder mein. Oder Aragon, je nachdem, wie man es gerne nehmen möchte. Dann bringst du doch mal bitte wieder hier hoch. So. Da warten wir noch, bis die da sind. Und dann nehmen wir die als Verbündete mit. Ach, da sind wir schon. Tja, dann läuft es jetzt wenigstens wieder mal ein bisschen geradeaus. Zumindest ein klein wenig. So, dann fügen wir das zusammen. Ein König. Warte, Moment, stopp. Was ist jetzt hier los? Wir bilden eine Personalunion mit Frankreich. Okay. Kirchenstaat ist kein Rivale mehr, das ist ganz gut. Dann legen wir jetzt Portugal. Jetzt kann ich Portugal nicht als Rivale festlegen. Ich gehe kaputt. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit Frankreich los? Integrieren. 15, 17. Boah. Das wäre natürlich was, wenn ich die einfach so mal aufsnacke. Snack. Ja, um die kümmert ihr euch ja bitte selber, oder? Das ist ja dann nicht mehr meins. Also irgendwie wird das hier gerade ziemlich komplex, was diese ganzen Beziehungen angeht. So krass war es im Heiligen Römischen Reich nicht. Mecker. So, Burgund haben wir schlechte Beziehungen. Das ist klar, ne? Oh,
Ach, das Osmanische Reich, ey, das ist schon wieder so riesig. '69 könnte ich wieder Kronland claimen. So, geht mal los hier. Da können wir den ja eigentlich zurückziehen hier. Interessant, dass wir jetzt irgendwie hier Frankreich am Start haben. Bündnis. Wir haben jetzt schon 1:4. Einen Krieg erklären, hey. Ach was, bin ich da abgezogen, ohne dass es... Okay. Ich komme in der Auvergne. Komm, 19.000. Es wäre ganz cool, wenn man die dann solche Verbündeten dann auch selber steuern könnte, wobei da würde man wahrscheinlich sinnlos kaputt gehen. Nun bin ich mal gespannt, ob Frankreich die wegkriegt. Ganz schön Federn gelassen, oder? Sieht irgendwie so aus. Also ich werde jetzt trotzdem erstmal ein bisschen... recovern. Ich muss einfach meine Armee weiter ein bisschen hochfahren wieder. Schlechtes Eisen. Ja, klasse, jetzt kosten die auch noch mehr. Unterhaltsstaat. Vertraut euren Nachbarn. Geld spielt schon eine Rolle. Wie sieht es mit der Inflation aktuell aus? Die steigt, das ist nicht so gut. Also anscheinend haben sie die einen jetzt hier weggekriegt. Können sie sich den nächsten annehmen? Da haben sie erstmal mit sich selber zu kämpfen. Oh, was ist denn das? Risiken des Handelns. Boah, das ist schon ziemlich teuer. Wir machen es trotzdem mal. '70 können wir das wieder. Ja,
So, wie sieht's denn jetzt hier mit diesem Zeug aus? Immer noch schlecht, oder hier? Da ist es schon komplett angekommen. Der Gedanke der Renaissance. Prozent. Ja, die sind halt, ihr seid halt einfach stärker als ich. Aber was kann ich da anderes machen, ne? Ich kann halt leider die Portugal nicht nehmen. Als Tyrolen den Krieg erklärt. Wir haben doch hier mal ein bisschen Einfluss. Können wir damit was machen? Ach nee, wir brauchen 50 Pops Einfluss, geht klar. Was es mit den Kurieren zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Kirchenstadt schon wieder verloren als Rivalen. Dann nehmen wir halt Burgund, meine Herrschaften. Platz 7. Joa. Ich würde halt jetzt gern mal hier den Krieg erklären, Portugal. Obwohl wir mit denen so fett verbündet sind. Na, jetzt können wir in einer. Wunderbar, jetzt können wir eine Idee. Und da müssen wir diese Entdecker-Idee nehmen, ne? Wenn wir hier neue Welt und so. Oh, da können wir direkt die diplomatische Macht investieren. Die habe ich sogar. Möglich den Decker und Conquistador. Anführer. So, jetzt könnte ich in den Entdecker. Ich weiß halt nicht, was man da als Bestes als Schiff nimmt, aber dann machen wir das doch mal. Eine Kogge. Die hat ja halt so einen lustigen Namen. Nehmen wir die. Klingt irgendwie cool. Und dann nehmen wir noch eine Bark dazu. So.
Ihr kriegt jetzt einen Entdecker. Ich habe keinen Kolonisten, den ich senden kann. Ja, was mache ich jetzt mit dem Entdecker? Kann ich hier irgendwo hinfahren? Ah, da kann man jetzt irgendwo hinfahren, alles klar. Alles klar. Oder auch nicht. Mal gucken. So. Wieder Krieg, bla bla bla. Bald wird wieder ein Darlehen fällig. Kronland haben wir zu wenig. Freiheitsbestreben 100%. Da kann ich ja auch nichts weiter machen, ne? Nee. Am 26.09. So, Diplomaten haben wir einen. Burgund. Ungarn ist diesmal ziemlich fett. Es ist auch interessant, dass sich das Spiel immer wieder selber neu schreibt. Also es gibt immer mal so ein paar Sachen, die bleiben anscheinend gleich. Aber ein paar andere Sachen sind gefühlt. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal ein bisschen runterschalten hier. Fahren wir da lang. Und dann brauche ich einen Kolonisten. Wann kriege ich denn... 400 brauche ich da. Oh. Waffenstillstand mit Frankreich. Ich habe also nie mit Frankreich, nie gegen Frankreich gekämpft. Interessant, dass wir anscheinend gar nicht so viel stärker sind. Also klar 53 und da 61, aber das ist jetzt nicht für mich so. Oh, will ich den Schritt wirklich tun?
Warte mal, was muss? Also, meine Flotte muss was? Also erstmal hohe Flottenzermürbung. So, und dann Terra Incognita. Das ist 3 Schiffe leichte Schiffe. Ach komm. Darfst wieder zurückkommen. Schiffe brauche ich dafür. Ah, sind die jetzt abgesoffen? Eieieiei. Das ist ja tragisch. Das ist echt kacke. Was war das? Eine Bark? Oh, die ist immer so teuer. Gute Zeiten. Administrative Macht und eine Grundsteuer. So. Ja, dann muss ich immer einen neuen Anführer nochmal. Jetzt habe ich Ansprüche verloren. Kann ich denn jetzt hier hinterreisen? Leicht oder schwer? Also, Kocke ist da Quatsch quasi. Also, wie sieht es denn jetzt hier mit Krieg aus? Ich müsste erstmal die Beziehung verschlechtern, weil ich möchte diesen Stabilitätseffekt eigentlich nicht haben. Das wird wahrscheinlich sinnlos nach hinten losgehen. Was hatten die noch so? Staatsehe, Verbündete, sind nur wir und die anderen. Ach, irgendwie traue ich mir nicht. Normalerweise könnte man ja schön speichern und sagen, ab geht's. Wann kann ich die integrieren? 15, 11.
Mindestens 190. Entdecker bereit, jetzt ist er bereit, na super. Ja, dann Attacke. Habe ich das jetzt entdeckt oder nicht? So, da können wir. Wieder irgendwelche Rebellenaufstände. Ach, das ist bei den Franzosen. Das kann ja mal passieren. Erste Zermürbung. Sieht aus wie ein anderes Land. So, ich habe jetzt einen Kolonistenstaub. Wie mache ich das denn jetzt? Also, das passt schon mal nicht. Dann schicken wir den jetzt erstmal hier hin. Das ist ja die Frage, was mache ich jetzt mit denen? Waffentechnologie geht weiter. Das sind noch zwei Schiffe. Schinken einfach mal so. Noch eins gesunken. Aber es ist gut, dass unser Captain da immer. Alles klar, alle weg. Dass unser Captain da immer so.
So, jetzt fehlt uns. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Banin entdecken. Staatswachstum 5.